Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Game of Thrones. Und wir sind immer noch auf Blutsuchersuche. So, drei Pfeile kann ich da noch ausmachen. Das ist dieser Schafe. Muss mir mal angewöhnen, erstmal die Flamme zu machen, dann in die Augen zu gehen halt. Nimm mal den. Gut. Und. Da brauche ich mir groß viel tun. Das machen die Jungs schon. Jawohl. Sie sollten zumindest niemand mehr verletzen können. Die nicht mehr, wenn sie tot sind, schwierig, ja. Da gehen wir mal lieber noch nicht hin. Aber hier können wir noch ein bisschen Unruhe stiften. Genießt ihr euren Tod mit Pisse? Ich hoffe, es war nicht euer letzter sein wird. Die Langdolche gucke ich mir gar nicht an, da weiß ich, dass die nicht besser sind als das, was wir selbst haben. Warte mal. Auch noch zwei verdammte Axt. Okay, jetzt ist bloß noch eine. Maus, hast du schon Schwierigkeiten? Eigentlich nicht, ne? Sieht ganz gut aus. Wie schaut's bei dir aus? Da hebe ich mir die Energie lieber auf. Um Mors zu helfen. Ich zieh Dreck in die Fräse und doof. Super. Ich glaube aber, die waren außer Konkurrenz, die Jungs. Das macht aber nichts. Erfahrungspunkte gibt's halt trotzdem. Da sind nochmal welche. Du bist. Ich sorge Hilfe. Nee, Tusun. So. Du nimmst hier einen Ritter vor. Ich vergesse immer, dass die Energie nie ganz reicht. So. Flamme an. Und drauf. Synchron töten. Steh auf und hin fort mit dir. Deine Taten werden heute ungestraft bleiben. Danke dem Herrn des Lichts dafür. Also, alle Blutsucher ausgerottet. Ich sehe zumindest keine mehr. Aber da habe ich Eliana gesehen. Zu der wollen wir ja. Hier gibt es übrigens einen Geheimgang zum roten. Zu dem roten Baum da, hier zu dem Hain, nicht Schrein. Und Schrein ist ja da auch, ein Altar. Aber wir reden erstmal mit. Alistair, du lebst. Jana. Der gnädigen Mutter sei gedankt.
Ich hatte wirklich gehofft, dass er lügt. Aber nachdem wir keine Neuigkeiten erfahren hatten, musste ich mich dazu durchringen, dieser Zeremonie zuzustimmen. Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester. Ich bin gekommen, um dies alles zu beenden. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich dich das sagen höre. Illyana, das ist Mors. Er ist ein alter Freund von mir. Vielleicht erinnerst du dich noch an ihn. Ja, ich glaube schon. Es tut mir leid, Alistair, aber die Zeit wird knapp. Wir müssen diese Hochzeit verhindern. Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester. Flussrad gehört den Sarwicks. Solange ich lebe, wird es Valar nicht in die Hände fallen. Er wird am Ende des heutigen Tages unser Land verlassen haben. Tot oder lebendig. Alistair, denk daran. Valar ist ein Gefolgsmann der Königin. Ihn zu ermorden würde nicht helfen, unsere Probleme mit der Krone aus der Welt zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Sobald Valar nicht mehr ist, bleibt nur noch Alistair, um die Geschicke Flussrads zu lenken. Als rechtmäßiger Erbe. Er hat versucht, mich zu töten, Illyana. Seine Männer haben mich auf seinen Befehl hin in unseren eigenen Straßen angegriffen. Wenn unsere Vasallen von seinem Verrat erfahren, werden sie sich gegen ihn erheben. Ganz egal, was die Königin sagen könnte. Niemand wird zwischen mir und dem Thron unseres Vaters stehen. Ja, natürlich. Du scheinst nicht überzeugt zu sein. Stimmt etwas nicht? Ach, nichts. Was ist mit mir? Was meinst du? Flussrad wird mir gehören, so wie es sein sollte. Das war der Wunsch unseres Vaters. Wann haben dich seine Wünsche jemals gekümmert? Ich würde die Vergangenheit gerne vergessen, Alistair. Und ich würde gerne an dich glauben. Aber das ist nicht leicht. Die Menschen von Flussrad kennen dich nicht. Alles, was unser Volk weiß, ist, dass du in den Krieg gezogen und danach verschwunden bist. Ich habe mich abgerackert, um unsere Ländereien zu erhalten, um Lord Tywin zufriedenzustellen und um uns die Loyalität unserer Vasallen zu sichern, trotz unserer Schande. Vater hat immer gesagt, es muss alles für die Rückkehr deines Bruders vorbereitet sein. Aber an uns wurde niemals ein Gedanke verschwendet. Als Frau habe ich mein Schicksal akzeptiert. Für Gawain war es jedoch anders. Vater wollte ihn nicht als Erben. Er hat ihn pausenlos herabgesetzt. Am Ende hat er ihn aufgrund ihrer nicht enden wollenden Streitereien enterbt. Dann ist Gawain gegangen, Vater gestorben und du bist plötzlich wieder aufgetaucht, als ob nichts geschehen sei. Du scheinst zu denken, dass Flussrad dir rechtmäßig zugesprochen wird. Aber vergiss nicht, wer das möglich gemacht hat. Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich wäre ein miserabler Lord ohne dich an meiner Seite. Wir werden Flussrad gemeinsam vor den Blutsuchern beschützen. Und wir werden hier gemeinsam regieren. Es ist vielleicht nicht das, was Vater gewollt hätte, aber es ist nur gerecht. Gut, ich glaube dir. Du hast meine Unterstützung. Ich bin froh, das zu hören. Wenn du nun die Güte hättest, du müsstest für mich die Lords versammeln. Ich werde bald Valar gegenübertreten und brauche sie, bereit, mich zu unterstützen. Das sollte möglich sein. Unter dem Vorwand, etwas für die Zeremonie vorzubereiten, könnte ich mit ihnen sprechen, ohne dass Valar Verdacht schöpft. Ich verlasse mich darauf, dass du sie überzeugst, kleine Schwester. Ich werde mein Bestes geben. Sei vorsichtig. Eine verdammt starke Frau. Deine Schwester weiß, was sie will. In ihr steckt das Herz eines Kriegers. Würde es mehr Frauen wie sie geben, wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, die Welt braucht großartige Frauen wie deine Schwester. Komm, wir haben viel zu tun. Gut. Ich hoffe mal, dass sich jetzt wieder ein paar Händler auf dem Marktplatz versammelt haben. Weil ich habe so viel gelumpt dabei, das muss ich echt mal loswerden langsam. Da geht's runter zum Markt und weiter zum Hafen dann. Aber kein Schwein zu sehen. Es wird irgendwie geschlossen alles oder was? Na dann nicht. Leute, ihr könntet echt alle wieder rauskommen. Kein Blutsucher mehr zu sehen.
Ja, wenigstens ist Harvin da. Ah, da seid ihr ja. Habt ihr mit eurer Schwester gesprochen? Das habe ich. Falls alles gut geht, wird Eliana dafür sorgen, dass alle Lords von Flussrad da sein werden, wenn es Zeit ist, sich Valar entgegenzustellen. Ausgezeichnet. Mit all diesen Zeugen wird es Valar nicht möglich sein, dies mit einem Blutvergießen zu beenden. Ich will euch nicht entmutigen, aber das würde mich nicht aufhalten. Er ist vielleicht halb wahnsinnig, aber ich glaube nicht, dass er so weit gehen würde. Hoffentlich behaltet ihr recht. Dann soll es wohl so sein. Ich habe gehört, ihr habt die Blutsucher aus unseren Straßen vertrieben. Die Menschen von Flussrad werden euch das nicht vergessen. Solange ich lebe, werde ich es nicht zulassen, dass ein Haufen von Söldnern mein Volk terrorisiert. Keine Neuigkeiten von Rümann? Noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass er bald hier sein wird. Was zum Teufel macht dein Vetter eigentlich? Es kann doch nicht so lange dauern, durch diese Stadt zu kommen. Seltsam. Dieser Sturkopf ist normalerweise für seine Pünktlichkeit bekannt. Nun, er hat sich leider den falschen Tag ausgesucht, um eine Ausnahme zu machen. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Nicht so schnell, meine Freunde. Ihr geht nirgendwo hin. Wenn ich Lord Valar eure Köpfe bringe, wird er mich mit Gold überschütten. Mit Gold überschütten? Ja, das wären sie auch wert. Wie traurig. Ich hasse es, die Träume eines Menschen zu zerstören. Der alte Hauptmann! Wo kommt ihr denn her? Was sollen wir mit diesem Abschau machen, Alistair? Wir dürfen kein Risiko eingehen. Sie müssen sterben. Sohn einer Hure! Voll nicht. Ah, ist das eine Massenteilerei. Ach, irgendwas wird schon treffen. Bamsen. Okay, haben sich gut weggebeamt, die Jungs. Was geschieht, wenn man dem falschen Herrn dient? Man stirbt jünger. Rümann, sind das alle Männer, die du finden konntest? Die einzigen vertrauenswürdigen, ja. Aber sie sind tapfer und würden im Gedenken an Lord Reinald alles tun. Wir bekämpfen einen Feind, der sich mit allen Mitteln unser Land unter den Nagel reißen will. Ich muss wissen, ob ich mich auf euch verlassen kann. Ihr seid der rechtmäßige Lord dieser Ländereien, Sir. Unsere Schwerter gehören euch. Gut, ich nehme sie dankbar an. Eure Tapferkeit ehrt euch. Diese Eskorte sollte eure Sicherheit innerhalb der Burg gewährleisten können, aber wenn etwas schief geht, wird sie nicht ausreichen, um die Stadt zu halten. Seit Valars Ankunft sind viele Männer eures Vaters in das Hinterland geflohen. Wenn wir sie über eure Rückkehr in Kenntnis setzen könnten, würden sie bestimmt zurückkommen. Wir könnten sie in der Tat brauchen. Ich werde das dir überlassen, Harwin. Was uns angeht, wir haben ein Wörtchen mit Valar zu reden. Los, wir haben eine Burg zurückzuerobern. Das haben wir wohl. Kriegerplattenstiefel, die können wir bestimmt nicht tragen. Kriegsaxt können wir nicht nutzen. Kriegerplattenstiefel, ich guck mal rein, aber ich glaube, die sind schwere Rüstung, bringt uns nichts. Tauchen hier nicht mal auf, weiß? Ach, da geht's noch weiter. Ja, die sind schwer, bringt nichts. Gut. Würde ich da sagen, machen wir uns langsam mal auf. Wir haben nur 3 Mann Begleitung oder 4? Wie viel seid ihr jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4 mit Römer. Na gut. Besser als in die hohle Hand geschissen. Und hier ist immer noch keiner am Marktplatz, oder? Der mir Menge Lump abkaufen würde. Hä? Dödels. Na gut.
Ah, rennt so schön im Gänsemarsch alle hinterher. Guckt mal auf die Karte. Ja, manchmal verlassen sie die Formation. Frechheit. Okay. Hier sind wir jetzt richtig. Ist noch nicht ganz die Zeit, aber das will ich mir denn als Cliffhanger aufheben für den nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ihr seid morgen wieder mit dabei. Ich bin der L. Ich bin raus. Ciao.